Ja. Sieht schon ziemlich anders aus, sagen Sie so. Nee, nee, ich meine, neuen Generator sieht sogar schön aus. Ich meine, vom Strand. Achso, der Strand, ja, der sah ähnlich aus. Wo bist du? Wo bist du? Hier. Komm mit. Du bist so schnell. Ich muss hinterher springen. Ah, das ist nix. Das Geile wäre jetzt, wenn wir jetzt so ein generiertes Dingsbums finden. Ich sag's dir, das ist so richtig geil. Also generierte Werkstätte. Die... Oh, da unten ist... Kohle. Schlucht. Monumente. Weißt du? Du bist so... Schlucht, ja. Ja, da leckt noch ein bisschen. Ruckelt. Also hier kommen wir jetzt in ein gutes Gebiet. Hier kann es vielleicht sein, aber auch nur vielleicht, dass hier irgendetwas ist. Weil schau mal, du hast ja jetzt erst das hier gesehen, aber es gibt noch sehr viele. Da vorne gibt es zum Beispiel diese geilen Bäume. Links. So, laufen wir mal hier lang. Mhm. Was ist denn das wieder für ein Lied? Schau, das sind die roten Bäume. Wieder. Hier ist so ein Baum. Blue Baum. Da ist ein Wassertempel. Also so ein Untergrund-Dingsbums. Da gibt es aber Trismarin. Aha. Ich kann nur von dem reden jetzt. Weil die Werkzeuge richtig cool sind. Ah, ja. Ja, da gibt es vielleicht Prismarin. Eventuell. Aber es gibt auch so am Strand Prismarin. Einfach so. Tonnenweise. Die sind mir lieber. Hä? Man stirbt ziemlich leicht in den Tempeln. Oh, wie geil. Schau mal, die Berge hier links, die gleich kommen. Hier. Gibt es so große auch in der normalen Welt? Oh, ein Dorf. Oh. Oh. Komm, lass uns mal schauen, was die in der Schmiede haben. Wenn es eine gibt. Gibt's vielleicht eine. Schau mal da. Ja. Oh, da gibt's Clay. Toll. Oh ne, das war jetzt nicht. Oh. Schau mal, siehst du den Berg da vorne? Den hier. Der Berg. Siehst du ihn? Der Berg, der deinen Namen kennt. Siehst du ihn? Ja, oder? Ja. Ist ein schöner Berg. Naja, dort ist ein geiler Berg. Schön, schön. Mal schauen, gibt's hier was? Gibt's hier eine Schmiede? Eine Schmiede? Ja, da gibt's eine Schmiede. Aber? Ja. Das wird interessant. Ich hoffe, es gibt die Schwarzschmiede. Wenn es die hier gibt. Ich glaube schon. Oh, da ist Gold. Ah, Brote. Es könnte eine geben, weil das ist ja schon Gold. Hier der neue. Also mit dem Mod. Es wurde hier mit dem Mod generiert. Okay, aber da die spawnen relativ. Eigentlich die spawnen fast immer. Da haben wir jetzt Pech gehabt. So, da müsste ich, weil die Schwarzschmiede, die zu machen, Heilige, da brauchst du sehr viel Sand, sehr viel Kies und sehr viel von allem. Aha. Geduld und Zeit vor allem. Ja. Also zu weit dürfen wir auch nicht weggehen, weil ich habe, wie gesagt, hier das Ding nicht gemacht. Mhm. Gehe. Ich weiß schon, wo es zurückgeht. Okay. Schau mal nach Matt. Ich mach mir jetzt ein Kaktusschwert. Dann sind Kakteen. Am Dorf. In der Wüste. Nee. Autsch. Schaden kassiert. Autsch. Ich hol mir noch ein paar Kakteen. Ah, okay. Also sieht ja schon richtig geil aus. Es gibt ja Menschen, die die wissen nicht, dass die Mehrzahl von Kaktus Kakteen sind. Die sagen manchmal Kaktusse. Ja. So, Kaktusse, das hört sich so komisch an. Okay, ich gehe wieder zurück. Ach, das war Stopp! Ich bin hinter dir.
Hier, auf dem Berg. Also, hallo. Läufst du zurück? Ich laufe noch ein bisschen weiter. Okay. Wohin? Links, rechts? Oben. Nee. Ja. Ich weiß schon, wo es zurückgeht. Also einfach geradeaus. Ja gut, geradeaus. Einfach geradeaus. Aber nicht links, nicht rechts durchbauen. Nee, nicht durchbauen. Das, wir sollen schon die Gegend erkennen. Die ist schon ziemlich, wie nennt man das, urban. 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 Die ich nehme noch Kakteen mit. Was? Kakteen, nicht Kaktusi? Oh, schau mal, der Berg. Kaktus. Schau, der Baum links. Das wäre auch so ein geiler Baum gewesen für Norb. Schau mal, wie geil der aussieht. Als Weihnachtsbaum. Alle Bäume sehen so cool, sehen so aus. Ja, aber schau mal, der Baum hier. Der hast du noch nicht gesehen. Ich auch nicht. Wo ist die? Oh, hallo. Schau mal, der Baum hier. Das ist eine richtig schöne amerikanische Fichte. Das sieht doch geil aus. Und vor allem hier das Schneegebiet. Da klaue ich mir ein paar Blumen und oh Gott, da gibt's ein Packeis. So, bestätigen. Hier, schau. Gibt's aber alles hier. Die Logik der Weltengeneration, also der Weltgeneration ist ein wenig komisch. Genau deswegen ist es ja geil. Weil der neue Weltengenerator, den finde ich langweilig, wenn da alles so schön ist, so da kommt was, da kommt Wüste, dann ist es so ein leichter Übergang. Weißt du was? Oh, und das sieht auch. Schau mal, da haben die Bäume keine Blätter mehr. Wo? Hier. Warte, ich sehe es ein wenig früh. Oh, das ist auch interessant. Davon habe ich auch sehr viele gesehen. Ja, ja. Aber nee. Wie kommen wir dann wieder zurück? Ich habe noch wichtige Sachen bei mir. Ah, ja. Ich komme gleich wieder zurück. Ja. Okay, wir kommen schon zurück. Na ja. Wir kommen schon zurück. Nie wieder. Zürich. Nee, aber ich meine halt, dieser Weltengenerator ist halt, ich habe den extra genommen, weil er erstens so geile Biome macht und zweitens auch so ein bisschen unlogische Biome, weil die auch teilweise geil aussehen. Weil bei dem neuen Generator, also bei dem Standardgenerator, da ist halt alles so ein bisschen zu flach. Also da gibt es nicht solche komischen Konstrukte und so und hier gibt es halt auch geile fliegende Inseln. Du meinst ein riesiger Berg neben einem kleinen Tal? Ja. Was auf Sand ist oder so, oder keine Ahnung. Gibt's hier zum Beispiel. Ich weiß es nicht. Im Original, also im normalen Ding, gibt es das, glaube ich, nicht mehr. Ja. Leider. Also. Boah, es ist geil. Ja gut, aber jetzt müssen wir aber zurück, hä? Ja, ja, komm mal hier. Fichte. Hast du schon einen Wegpunkt? Ich habe Wegpunkt zur Fichte. Okay. Wo geht's lang? Zur Fichte, zum Zechen. Ja. Zur Party. Die Party? Wo ist die Party? Zur Party? Wo ist sie? Wo ist sie? Valentin schreit wieder. Ist das ein Creeper oder ein Huhn? Ich glaube, ein Huhn hat ein Ei gelegt, ist immer so anstrengend. Ich muss vorstellen, so ein Huhn, was beim Legen eines Eies so richtig lacht. Perfekt! Und da hat man noch so einen Schnabel. Oh Gott, so. Perfekt! Und dann. Ja, ja. Da gibt's Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. So. Kohle, Kohle, Kohle. Keine Kohle, Kohle. Kohle, Kohle ist so fett. Kohle, Kohle ist so dreckig. Kohle ist immer dreckig, aber trotzdem, Kohle ist geil. Richtig schöne Ruß an den Fingern. Ja. Das ist so richtig männlich. Ruß und Kohle. Aha. Nee, keine Ahnung. Ja gut. Kohle. Hast du gerade etwas bemerkt? Gehört? Nein, ich bin gerade... Also ich habe Minecraft auf stumm. Nee, ich meine bei mir. Im Hintergrund. Eine Katze schreien, Löwen sterben oder... Hast du gerade wirklich nichts gehört? Nee. Gar nichts? Mhm. So wirklich überhaupt nichts? Nein. Boah, ist das geil. Weil mein Papa kam gerade rein, hat halt gerade gesagt, ja, es gibt dann Pizza, weil die Tür ist nicht zu. Meine Mama hat die Tür nicht mehr zugemacht, weil sie halt so, weiß ich nicht, hat vergessen, die Tür zuzumachen.
Und ich nehme halt auf wegen Katze. Moment, wo ist die Fichte? Hier ist die Fichte. Wo bist du? Ah, wo bist du? Da drüben, komm her. Ja, lauf weiter. Dieser Baum hier, der ist richtig schön krumm. Nein, lauf am See weiter. Wo läufst du hin? Ach genau, meine Mama hat halt vergessen, Dings aus zuzumachen. Hier ist der Baum. Da müssen wir, glaube ich, da lang, gell? Ja, genau. Gut. Ab durch die Mitte. Meine Mama hat halt vergessen, die Tür zuzumachen. Und dann kam halt gerade der Papa rein. Wie konnte es mich treffen, jetzt mal im Ernst? Das weiß ich nicht. Wie konnte es mich treffen, wenn ich in der Luft bin? Schau, die sind so gut. Ich sterbe gerade hier. Und es laggt. Es laggt wieder und bekomme Schaden. Oh ja, wegen der Spinne gerade. Komm mit, renn! Und zwar, ja, ich weiß. Oh. Was? Tür vergessen zuzumachen. Mein Papa kam gerade rein und hat halt gefragt. Ich weiß nicht, was er gefragt hat. Irgendwas mit Pizza. Und du hast es wirklich nicht gehört. Nein. Aber es kann sein, dass es in der Aufnahme trotzdem zu hören ist. Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Wenn. Also ich glaube, es ist nicht zu hören, was aber auch geil ist, weil das Mikrofon hier hat halt keinen großen Radius. Das heißt, wenn irgendwas im Hintergrund passiert... Das heißt, wenn halt irgendwas im Hintergrund... Diese fucking Skelette. Das heißt, wenn halt irgendwas im Hintergrund passiert... Ja, Ausdrücke, los, sag Ausdrücke. Irgendwas, wenn irgendwas im Hintergrund passiert... Die treffen aber auch immer. Ja. Wenn irgendwas im Hintergrund passiert, dann hat man es hoffentlich nicht. Okay, ich bin draußen. Okay. Fällst du zurück? Fliegen ist auf diesem Server nicht erlaubt. Ja, logisch, habe ich geflogen. Am besten wäre ich noch gebannt. Weißt du was? Ja, aber das kommt dann von Mod. Okay, hier ist der Strand. Nee, weiterlaufen. Okay, ich laufe einfach mal weiter nach Hause und du kannst ja dich tele. Okay, weißt du was? Weißt du was? Ich gehe mal ganz kurz ins Haus und dann hole ich dich zu mir. Ich glaube, ich habe sogar gefunden, das Dorf. Ja, ich habe das Dorf gefunden. So, und jetzt kommen wir hier weiterlaufen am Strand, oder? Ja, es ruckelt hier jetzt wegen dem Teleportation, wegen dem Teleportieren. Ach so. Ruckelt es wegen dir? Also bei dir oder wegen dem Server? Wegen dem Server? Nein, es ruckelt, glaube ich, wegen dem Weltengenerator. Es ruckelt bei mir. Ah! Schaut, das meine ich, Samin! Oh Gott, warte, bleib mal stehen. Stopp. Schau mal ins Wasser. Warte. Es sind... Oh Gott. Schau mal, der Weltengenerator, gell? Hinten ist ein Unterwassertempel. Hier ist ein Unterwassertempel. 50 Meter weiter ist ein Unterwassertempel. Hier in dem Radius sind 3 Unterwassertempel. Ja, lol. Das ist der Weltengenerator. Hallo, siehst du's? Schau, da ist ein... Hier ist ein Unterwassertempel, gell? Gell? Weißt du was, ich mache einfach mal kurz einen Screenshot hier. Dann zeige ich es dir später. Hier, wo wir stehen, weißt du ja... Das sind Unterwassertempel, 3 Stück. Und das ist halt auch bei dem Weltengenerator geil. Es ist unlogisch. Und deswegen ist es logisch, weil es logisch ist. Als wenn hier noch einer kommt. Ja, logisch ist immer logisch, wenn man die. Ja, was? Komm mit. Da komme ich hinten hingesprungen wie ein Ninja. Wie ein Niemand. Okay. Komm. Wir sind gleich zu Hause. Hier sind die. Warte, ich komme gleich wieder. Ah, okay. Jetzt wirst du wahrscheinlich vom Berg gefressen, oder? Musik an. Musik oder was machst du? Ja, ich mach Musik an. Warte kurz. Ach so. Zweizimmer? Glaube ich nicht, oder? Nee. Puh.
Bilder da. So, okay. Okay, wenn man das vielleicht in der Aufnahme hört, ich frage meine Tante, ob sie dir die Copyright-Rechte gibt. So. Nee, es läuft immer noch Musik, ich hör gar nichts. Okay, ja gut. Ist ein wenig laut, aber ja gut. Zum Glück hörst du nichts. So, einfach weiterlaufen. Ich bin gleich zu Hause. Soll ich die dann wieder teleporten, oder? Ja, zu dir nach Hause? Nee. Okay. Gut. Ich glaube, es reicht, wenn ich hier zu mir kommen kann. Okay. Ich meine, ich springe sowieso wie ein Delfin herum. Ja, stimmt. Einfach da. Ich bin zu. Ja. Einfach am Strand entlang laufen, gell? Weißt du ja? Und dann kommt da diese Einbuchtung. Diese Grandbucht, nennen wir die mal so. Und dann, wenn du an der Grandbucht sozusagen drin bist, in der Ecke einfach übers Territorium laufen, dann siehst du irgendwas am Himmel leuchten. Das ist dann eventuell mein. Okay. Villa-Ding auf dem Berg. Oder irgendwann mal dein Konstrukt da. Nee, ich werde mir ein ganz kleines Häuschen machen. Ich werde nicht übertreiben. Ach so. Nicht übertreiben. So, oder ich werde. Oder ich werde mehrere kleine Häuser machen. Oder so. Dann mach halt so ein ganz, ganz kleines Dorf. Und dann im. Weißt du was? Das ist ein ganz kleines Dorf. Meine Oberfläche sind 2%. Im Untergrund ist dann der Rest. So riesiges Katakombengebiet. Da wird sicher. So. Oh, ich muss aber gleich mal. Oh Gott, 1:40. Ich glaube, ich mache keine. Ich weiß nicht. Weißt du was? Ich mache morgen noch. Weil es gibt ein Essen, da muss ich noch die Sachen durchrendern. Und dann muss ich ganz dringend aufs Klo. Ich glaube, die Kloschüssel sprengt es dann, aber. Da wird so stark reingeschissen, dass. Das aus der Dusche schon raustropft. Da hört man die ganzen Rohre in den Wänden zittern. So du. Ja, oder so, die Mutter ist gerade dabei, Wasser rauszulassen, kommt so plötzlich braune Flüssigkeit raus. Oh ja. Yeah. Okay. Ich weiß nicht, bei welchen Koordinaten. Nein, das war der Nachbar. Bei welchen Koordination. Oh, Spinne. Bei welchen Coordination bist du gerade? Ich bin gerade beim dort, wo ich gesagt habe, dass es aussieht wie Griechenland. Ich komme hinterher, gedelfint. Hallo, ich sehe dich schon. Echt? Hä? Ach, du bist schon da, es ging ja schnell. Ja, mit dem Delfin-Schwert geht das schon. Ja, mit dem Delfinantrieb. Da geht schnell. Das ist richtig cool. Geil. Und ich brauche das Boot nicht mehr. Es macht einfach so Spaß zu springen im Wasser. Oh ja. So. Okay, gut. Ich glaube, ich beende mal die Folge, oder? Ist schon ein bisschen lang. Oh, kurz machen. Ja. Bist du zu Hause? Ja. Gut, sehr gut zu Hause. Dann würde ich sagen, wir sehen uns wieder bei der nächsten Session, bei der nächsten Aufnahme, bei der nächsten Folge wieder von Minecraft. Und damit würde ich sagen, vielleicht ist der Seven wieder dabei, oder? Weiß ich nicht. Vielleicht aber auch nicht. Das sehen wir dann. Je nachdem. Wer weiß. Aber ja, erstmal Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge von Minecraft, der neuen Staffel. Und bis dahin. Und tschüss. Bis bald. Ciao.